Freunde, wir haben uns heute mal ein kleines Gesteck gezaubert mit Dosengestaltung und Blüten selber basteln. Und wenn ihr sehen möchtet, wie man sowas Tolles hinbekommen kann, bleibt dran, viel Spaß. Mein Mann und ich, wir haben mal wieder ein paar alte Blechdosen aufgehoben und haben uns gedacht, irgendwas kann man da irgendwann mal wieder draus basteln. Mehr dein Mann als du. Ja, mein Mann als ich, bastel mal was da draus. Ja, dann kommt immer das Problem, was macht man jetzt damit wieder? Dann habe ich mir gedacht, eigentlich könnte man da draußen eine schöne Vase machen. Wir haben ja solche tollen Bastelsets von Craft Buddy mit Vintage-Rosen in verschiedenen Farben und auch ein Set mit Blättern verschiedenen und mit Stielen. Ich verlinke euch natürlich, wo ihr die ganzen Sachen bekommen könnt. Bei QVC gibt es die zu kaufen oder bei Craft Buddy direkt in England. Viele Sachen kriegt ihr auch bei Pedis Pub Art, habe ich euch auch schon ein paar Mal verlinkt. Das sind jetzt hier so Sets von QVC. Und da kann ich mir ein paar Röschen basteln, aber erstmal gestalte ich mir meine Dose ein bisschen um. Das muss ja alles ein bisschen trocknen. Ich hatte dann gleich so im Hinterkopf diese, ich denke mal, das ist eine Rose, diese große Rosenblüte als Form praktisch, dass man die hier drauf setzt, gerade da, wo dieses olle Knubbelzeug immer dran ist, die Rose hier so gegensetzt und oben dann eben nachher den Rosenstrauß drin hat. Das ist eine Form von Redesign, findet ihr alles bei Stempelmühle, hatte ich euch, glaube ich, mal im Einkaufsvideo gezeigt, als ich das damals gekauft habe. Ist alles schon wieder, Mann, die Zeit rast, ich glaube, das ist schon wieder Monate her, aber wo ich das mal gekauft habe. Liegt jedenfalls schon eine Weile im Keller. Ich habe mir jetzt angewöhnt, meine Formen zunächst mit Formen drin, Paste oder Spray beim ersten Mal benutzen, eben wenigstens einzustreichen. Dann geht es leichter raus. Es geht auch ohne diese Formen drin, Spray oder Wachs raus. Aber manchmal halt ein bisschen schwerer. Deswegen mache ich es halt beim ersten Mal immer einstreichen oder einsprühen. Ich habe mir dann jetzt überlegt, ich nehme eine Modelliermasse. Man könnte das genauso gut mit Resin ausfüllen. Ich habe noch ein bisschen Modelliermasse und das, ja, man muss sich halt bloß immer entscheiden, nimmt man jetzt dieses oder nimmt man jedes. Es geht immer mit beiden Material zu arbeiten. Ich mache mir jetzt erstmal meine Packung, die ich hier angefangen hatte. Ich mir dachte, mache ich jetzt erstmal leer. Die da so eine Dose? Damit es nicht austrocknet, da kann man das ewig drin liegen lassen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das liegt da schon wieder eine ganze Weile. Also doch ewig. Also ja, eigentlich anfangen, Deckel drauf, ja, und dann ist das erstmal luftdicht abgeschlossen und passiert nichts weiter damit. Dann kann man das mit so einem Rollstab ausrollen. Das ist von Viva Decor, jetzt muss ich erstmal überlegen, Viva Decor. Die haben dafür Pardo-Arbeiten, lauter solche Werkzeuge. Und also hier in so eine Form geht eine ganze Menge drin. Ja, aber durch diese Rolle lässt sich gut verteilen. Lässt sich gut verteilen. Das ist besser als wieder früher mit der Finger. Ja, mit der Finger ist das anstrengend. Es geht natürlich auch alles mit den Fingern einfach so da reinzudrücken, aber ich fand das immer, wenn man schon ein bisschen Probleme mit den Händen hat, ist das alles anstrengend. Tut auch hinterher weh nach dem Arbeiten. Und wenn es solche Erleichterungen gibt, warum soll man die nicht nutzen? Ja. Und kann man auch mit Gichtpfoten essen. Auch mit Gichtfingern sowas machen. Hast du gesagt, so was essen? Das ist mir jetzt ja so vorbei. Du merkst aber alles. Ein bisschen spät. So, und wenn man mit Modelliermasse arbeitet, nimmt man das ja gleich wieder raus aus der Form. Hat es also gleich fertig, obwohl mit diesem 2-Minuten-Resin oder 4-Minuten-Resin von Troll Factory, das geht ja auch alles so schnell. So schnell kann man ja nicht gucken, wie das fest wird. Doch, haben wir doch gezeigt. Ja, haben wir schon gezeigt, aber das geht wirklich ganz schnell. So. So, dann kann man das auch gleich aufkleben und an dem Objekt trocknen lassen. Bei mir jetzt hier in diesem Falle diese Büchse, Dose, zukünftige Vase. So. Da brauche ich jetzt auch bloß eh so ein Motiv. Ist ja riesengroß. Zack, hier drauf. Passt wie Faust auf Auge. Was das alles gibt. Und so, ja, pass ich. Ja. Wieder viel Macht. Ja. So. Und so musst du jetzt erstmal ein bisschen trocknen und dann kann man es anmalen. So, und dann möchte ich ja jetzt da oben in meine
neue, schöne Blumendose Vase. Röschen reinmachen. Dafür habe ich jetzt dieses Vintage-Set von Craft Buddy. Da gibt es jetzt einmal so ein knalliges Rot mit dunklen Rändern an den Blüten oder diese dunklere Rot. Wir wollen die beide mischen. Da muss ich mir jetzt von jeder Sorte Blüten erstmal ein paar abmachen. Blütenblättern. Die sind nämlich immer alle ganz schön dicht zusammen. Muss man mal gucken, dass man immer eins hat. Und davon mache ich mir jetzt erstmal ein paar auseinander, damit man die Blüten machen kann leichter. Wenn man sich dann jetzt ein paar von den Blütenblättern so frei gemacht hat, lässt sich dann besser arbeiten. Dann kann man schon mal loslegen. Es ist ja immer so eine Beschreibung dabei, wenn ihr euch so ein Set kauft. Also erstmal kann nicht schief gehen. Kann eh nicht, ganz egal wie ihr die zusammen macht, das werden immer irgendwelche schönen Blüten. Erstmal diese grüne Dingens, diesen Blütenstempel, eine von diesen Fünfer-Dingern, einen, so einen kleinen Nippel hier drauf, zwei von diesen Dreier-Dingern. Die sehen ja zum Glück immer alle ein bisschen anders aus, dass man die auch unterscheiden kann, wenn man A, B oder C jetzt hier drauf stöpseln soll. Dann eins von den größeren Körbchen da drauf, müsst ihr mal aufpassen, dass er wirklich in der Mitte kommt. Ich bin auch öfter mal schon an der Seite hier lang, dann wundert man sich, die Blume sieht ein bisschen komisch aus, aber macht nichts. Dann setzt man sich zwei von diesen Vierer-Dingern da drauf, immer ein bisschen versetzt, damit zwischen den Lücken, die hier so sind, da vielleicht immer mal wieder ein Blatt hinkommt. Dann kommt schon so ein Blatt, grünes Blatt halt, und eins von diesen grünen Stöppeln. Und dann hat man die Rose schon fertig. Und da kann man jetzt den ganzen Abend sitzen und sich Blüten basteln vorm Fernseher. Die sehen aber richtig edel aus. Die sehen richtig edel aus. Richtig schöne Vintage-Röschen, weil die so die Farben danach haben. Wunderschön. Ja. So, ich habe dann jetzt hier meine Röschen fertig. Ich habe dann jetzt doch von jeder Farbe so ein paar gemacht, damit es ein bisschen bunt wird. Und Vintage-Rosen heißen die, weil die überall mal so eine Stelle haben, die mal so ein bisschen dunkler ist, eine andere Farbe haben. Oder ist halt so ein bisschen auf alt getrimmt. So, ja, die blauen hier, da ist immer mal so ein bisschen grün oder so drin. Und ja, jetzt können wir uns weiter an unsere Dose machen. Die muss ja jetzt auch noch farblich gestaltet werden. Ich hatte mir dafür jetzt eine Farbe ausgesucht, Chalky, dass das auch wieder so ein bisschen Vintage-Touch hat. Die ist von Viva Decor, gibt es in ganz vielen verschiedenen Farbtönen. Oh, ich kann nicht lesen, was das jetzt hier für eine Farbe ist. Antikrosa. Antikrosa soll das sein. Und da habe ich mir gedacht, das passt dann zu diesen alten Blümchen. Ich hätte jetzt auch noch so was Dunkles, aber alles so in dem Dunkel wollte ich auch wieder nicht. Ich habe mich jetzt für das helle Antikrosa entschieden. Die Farbe muss zuerst immer mal durchgerührt werden. Kennt er bestimmt, wenn er mit Farben arbeitet, die soll man immer erstmal durchrühren. Und auch diese hier. Ja, und jetzt kann ich damit meine Dose hier gestalten. Muss ich wahrscheinlich zweimal streichen. Die Bastler sind doch einfach nur intelligent. Die können sich in jeder Situation helfen. Ja, weil man sich immer wieder was ausdenken muss. Was man jetzt machen muss, nutzen kann oder sonst was. Ja, da hast du recht. Bastler sind intelligent. Das ist mir ja nicht so. Doch, das muss ich so feststellen. Auch wenn ich deine Kommentare so mal lese, die du so bekommst, oder die wir so bekommen. Ja, die geben immer gute Tipps. Ja. Auf manche Sachen, da steht dann irgendwie auf dem Schlauch, da wäre ich nie drauf gekommen, aber. Ja, ist ja aber schön, dass dadurch, man dass man sich gegenseitig hilft, ja, kommt man auch im Leben weiter. Ja, und dadurch können wir alle ein bisschen lernen. Ja. Und was von haben. Mhm. Beim ersten Anstrich ist es jetzt noch nicht so richtig deckend geworden. Deswegen streiche ich jetzt noch ein zweites Mal drüber. Muss man immer schauen, wie das gerade deckt. Bei Metall ist das immer so eine Sache. Man kann aber erkennen, was das werden soll. Ja, mhm. Kann man schon sehen. Eine Büchse. Ich habe jetzt meine Dose das zweite Mal gestrichen. Und jetzt kann man sich dann überlegen, möchte man da mit einem Lasurgel noch drüber gehen, die ganze Sache noch ein bisschen älter aussehen lassen, ein bisschen verdunkeln. Ich zeige euch mal das Gel, was ich meine. Das wären jetzt solche Lasurgele von Pentart. Kann man entweder dunkler machen oder heller, dass es so ein bisschen Vintage-Touch bekommt. Muss man dann aber erstmal einstreichen und hinterher abwaschen. Dafür ist meine Farbe jetzt noch nicht genug getrocknet. Deswegen habe ich mich jetzt für eine andere Variante entschieden. Man kann dann immer noch mit Inka Gold oder mit einer anderen Wachspaste drüber gehen. Gibt ja verschiedene Sorten.
dieses Inka-Gold kennt ihr alle. Aber es gibt genau, also Inka-Gold ist metallisch glänzend, wenn man das aufträgt. Und für Kerzengestaltung hatte ich euch schon mal gezeigt, es gibt auch Inka-Silk. Seht ihr dann jetzt mal den Unterschied, das hier oben ist Inka-Silk und das hier unten ist Inka-Gold. Also metallisch und matt. Und mit diesen Pasten kann man jetzt genauso gut wie mit Inka-Gold auf andere Objekte eben auch drüber gehen. Und da habe ich jetzt auch so ein paar verschiedene Farben von und habe mir gedacht, ich mache jetzt dieses Teil hier einfach noch ein bisschen dunkler. Und ja, ich hebe das einfach mit einer dunkleren Farbe noch hervor. Man könnte das genauso gut mit einer helleren noch machen. Ich habe auch noch eine hellere. Aber die sind alle so ein bisschen Ton in Ton. Und da ich mir gedacht, nee, das wird jetzt bestimmt nicht den Effekt erzielen. Also nehme ich dieses mal ruhig so ein dunkles. Das hier wäre nicht ganz so dunkel. Nee, aber das ist alles Ton in Ton. Wir nehmen ruhig das Dunkle hier heute. Und damit arbeitet man genauso wie mit Inka-Gold. Macht man sich eigentlich ein bisschen was raus. Hier so irgendwo auf dem Rand. Geht da mit dem Finger rein und versucht mit ein bisschen Farbe hier diese erhabenen Stellen ein bisschen nachzufahren und ein bisschen zu betonen. Und das ist jetzt dann auch matt, passt also zu diesem Kreidefarben, genau, Kreidefarben. Wenn man das alles ein bisschen matt in matt haben will. Gibt ja immer so viele tausend Wege, man muss sich halt immer für einen Weg entscheiden. Man kann ja nicht 150.000 Sachen jetzt machen, um das alles mal auszuprobieren. Man muss sich das im Kopf schon überlegen, wie es aussehen sollte, könnte. Und dann kann man diese Farbe nutzen, die man hat oder nehmen möchte. Mhm. Dunkel war wohl die bessere Entscheidung. Ja, denke ich auch. Jetzt kann man hier auch noch den Rand ein bisschen, hier unten und oben. Und das andere wollte ich eigentlich alle ja nicht. Nee. Ja, und das muss auch alle ja nicht so genau, weil soll ja nun mal Vintage sein, antik, alt. Man kann da ruhig so mal ein bisschen hässlich. Dicker. Naja, hässlich nicht. Hässlich schließen wir mal aus, aber nicht so ganz genau. So, ich denke mal, jetzt sieht man die Blume auch richtig schön. Yep. So, mehr braucht man da eigentlich ja nicht machen. Muss jetzt bloß trocknen. Und auch in diese Inka-Farben, also Inka-Silk, matt, da kommt jetzt auch wieder so ein Babytuch rein, damit die nicht austrocknen. Das sind ja immer dann Feuchttücher und die bringen wieder ein bisschen Feuchtigkeit rein. Wieso hast du gesagt Babytuch? Ja, weil das, ja, Babytücher oder Hygienetücher. Die meisten nehmen Babytücher, deswegen sage ich immer Babytücher. Das war auch eine schöne Idee mit den Tüchern daneben zu stellen, ja? Ja, und jetzt kann ich auch meine... der Jungfrau immer noch dankbar sein, die dir den Tipp gegeben hat. Ich habe jetzt auch überall solche Dinger stehen. Oben beim Papierbasteln, hier im Keller habe ich zwei solche Dinger. Beim Papierbasteln habe ich, glaube ich, auch zwei, weil man die immer gerne irgendwo in der Ecke stellt und nicht wiederfindet. Und dann habe ich immer noch ein zweites, was man dann vielleicht sieht. Kann man sich schnell mal sauber machen zwischendurch. Super. Jetzt kann man dann auch schon dran gehen, diese Dose zu dekorieren. Wir hatten im Action solche... Wie? Ich. Ja, mein Mann hat die gefunden, solche Steckmassen. Gleich Standard ruft die mitzunehmen. Ja. Brauchen wir unbedingt, hat er gesagt. Ja, und? Brauchen wir ja auch. Brauchen wir auch. Manchmal brauchen wir denn auch. So. Für Moos immer gut ist, ja? Ja, ich habe hier noch so ein paar Reste, die stopfe ich mir jetzt hier mit rein, damit das ein bisschen fester steht da drin. Kannst du oben abdecken mit und dann hast du schön den Untergrund. Ja, das sieht man aber, glaube ich, nachher nicht, wenn ich die ganzen Rosen da habe. Na, warte mal ab. So, das ist nur, damit das ein bisschen fester ist. So, und jetzt muss man ja irgendwie diese Röschen, die Blüten, die man jetzt hier gemacht hat, da irgendwie reinkriegen. Siemens Lufthaken. Ja, einfach so. Oder man kauft sich so ein Set dazu. Gibt es jetzt am Mittwoch, glaube ich, bei QVC zu kaufen. Da sind dann solche Stiele drin, kann man... für Sträuße nehmen. Wollte ich jetzt aber nicht kaputt schneiden. Da sind dann auch Blätter verschiedene drin, die man nutzen kann. Blätter kann man immer brauchen für alle möglichen Bastelarbeiten. Und ich habe mir gedacht, eigentlich reichen
diese einfachen Stiele. Die gibt es da, glaube ich, auch in irgendeinem Set. Aber ansonsten findet ihr die bei Pedis Pop Art. Ich verlinke euch natürlich alles, wo ihr was finden könnt. Und da kann man sich jetzt, wenn man schon Blätter hat, ansonsten muss man sich halt so ein Set mal kaufen mit verschiedenen Blättern. Da gibt es, glaube ich, auch ein Set mit 8 verschiedenen Blättern. Das hatte ich auch schon mal irgendwann zu Weihnachten gekauft, kurz vor Weihnachten oder so was. Jetzt habe ich dieses Set hier, weil hier Rosenblätter drin sind, fand ich toll. Und da schiebe ich mir dann immer auf diesen Kleenstiel erstmal so ein Rosenblatt drauf. Und dann irgendeine Farbe Rose. Die sind ja alle dafür gemacht, dass man die irgendwo aufspießen kann. Und dann hat man eine Rose fertig. Jetzt kann man sich auch alle noch ein bisschen biegen. Auch die Blätter kann man noch ein bisschen biegen. Und dann können die hier reingesteckt werden. Und damit mache ich mir dann jetzt erstmal alles so ein bisschen voll. Muss mal gucken, wie tief ich das reinstecke, dass das so ein bisschen buschig wird. Mache auch nicht überall ein Blatt mit dran, sondern nur ab und zu mal irgendwo ein Blatt. Weil das sonst bestimmt zu viel wird. Da hast du ja noch eine Arbeit vor dir. Ja. Das ist ja eine Pummelarbeit. Was sag ich dir? Wenn ich mal viel, viel Zeit habe. Kenn ich ja. Dann bemitleide ich dich auch mal. Toll. So. Muss man jetzt halt immer gucken, wo braucht man jetzt ein Blatt und wo nicht. Aber hier am Rand, denke ich mal, brauche ich Blätter. Ja. Steckt man nachher bloß noch ein paar Röschen so mit rein. Ja. Und ich habe schön bunt gemacht. Das soll richtig schön bunt aussehen dann. Also alle 5 Sorten, die da drin waren in diesem Set. Ja. Wir schalten uns wieder zu, wenn du fertig bist. Wenn ich ein paar dran habe, das dauert ja jetzt erstmal eine Weile, ja. Ich habe dann jetzt hier meinen Strauß so weit fertig gemacht oder mein Gesteck, wie ich dachte. So gefällt mir das einigermaßen. Ich bin ja nun mal keine Blumenbinderin oder so weit. Und dann habe ich mir gedacht, man kann da, wenn man möchte, auch noch Glitzer dran machen. Passt jetzt nicht zu Vintage, kann man aber, wenn man möchte. Da gibt es dann entweder solche Glitterpasten, Glitterkleber, entweder Kleber drauf machen und Glitzer draufstreuen. Also da gibt es immer so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das jetzt mit so einer Glitterpaste gemacht. Oder ihr könnt, weil ja Vintage sein soll, auch noch ein bisschen mit Weiß drüber gehen. Fand ich jetzt richtig toll und wollte das jetzt hier eigentlich auch noch machen. Nee. Nee? Nee. Nee. Die Blüten so? Nein. Nein. Das bleibt so. Oh. Weniger ist manchmal mehr. Ja, jedenfalls kann man da auch noch mit Weiß drüber gehen oder mit einer anderen Farbe. Aber ich habe jetzt einfach hier an der Dose habe ich noch ein bisschen mit Weiß drüber gewischt. Einfach so ein bisschen mit dem Schwämmchen, dass das noch ein bisschen aufgehellt wird. Das kann man noch machen. Und dann hat man sein Gesteck eigentlich schon fertig. Das sieht wunderschön aus. Geht ganz schnell zu machen. Und ich kriege jetzt bestimmt Schimpfe, weil ich verhindert habe, dass du da noch was drauf machst. Aber ja, mit dem Weiß drauf sieht gar nicht so verkehrt aus, finde ich. Kann man machen, wie man will. Ja. Die sehen so auch schön aus, die Rosen. So sieht es schöner, für mich schöner aus. Schreibt mal, was für euch schöner aussehen würde. Ja, ob nur Weiß noch, also ich sage ja, das hätte das noch ein bisschen rausgeholt. Na, ich sage nicht. Kann man immer noch machen. Kann man immer noch machen, genau. Hier habe ich dann jetzt schnell nochmal so einen Stängel für Sträuße. Einfach die restlichen Röschen drauf gesteckt. Blätter mit dazu gemacht, kann man dann für die Vase nutzen. Da kann man natürlich mehrere reinstellen. Ich wollte es jetzt nur einmal zeigen, wie die dann ungefähr aussehen. Eigentlich geht es ja heute um dieses Teil. Die Blumen kann man sich auch immer noch biegen. Die kann man knicken und biegen und hindrehen, wie man sie braucht. Also ich finde es cool, diese Blüten, die sind einfach nur edel, dass man sich das alles selber machen kann. Ist eine tolle Variante. Also wie gesagt, ich verlinke euch das, wo man das bekommen kann. Bei Pedis oder bei QVC. Schaut da rein, holt euch solche Blüten in verschiedenen Varianten. Da gibt es jetzt so viele verschiedene Varianten, auch Margeriten und was weiß ich alles. Wir haben es euch jetzt mal gezeigt. Das sieht toll aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig. Schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird. Und das, wie immer, ganz, ganz einfach.